Gurk. Freunde und willkommen bei Max Speed Shop. So, heute geht's mit ein bisschen Schrauberei los, eigentlich eher wieder ein bisschen Fehlersuche. Und dann haben wir ein bisschen mehr Fehlersuchengeschichten. Das Problem ist einfach zum Lackieren, ist zu kalt. Übrigens, ich melde den heute Abend an, den Senator. Und dazu. also zum Lackieren ist zu kalt, zum richtig fett schrauben und im Auto mal liegen ist auch zu kalt. Aber es ist nicht so kalt für unseren neuen 24, weil für den brenne ich richtig heiß. Wir haben hier am Start Einsatz Zündkerzen. Ich kaufe mal MDK, ich bin davon überzeugt. Beste Marke in meinen Augen. Ne? Nichts gegen Ridex und so. Obwohl, Ridex haben wir noch nicht probiert. Aber die kommen die Tage nochmal im Blazer wahrscheinlich. Je nachdem. Übrigens, das steht da hinten. Läuft übrigens super. Ich habe in dem Blazer gestern. Ach, ich muss aber zeigen. Pass mal auf. Das ist der Hammer. Komischer gelber Anhänger, der hier Ewigkeiten gestanden hat und alles blockiert hat, ist jetzt weg. Den habe ich weggebracht. Den habe ich jetzt einen anderen Stallplatz gekriegt. Der steht jetzt irgendwo da hinten in der Halle und jetzt haben wir den Stellplatz hier hinten mit. Das heißt, wir haben einiges an Platz gewonnen hier im Gurken-Speedshop. Golftechnisch übrigens steht immer noch hier mit Motorschaden. Ich bin noch am Schnacken und Machen und Tun, weil der Nico, der Besitzer von dem Auto, den gekauft hat bei mir, der würde ihn halt verdammt gerne weiterfahren. Ich habe gerade meine ganzen Connections also ein bisschen abgefummelt, abgelaufen. Peter guckt gerade nach einem Tauschmotor, da habe ich noch wiederum Motorinstandsetzer, ihr kennt ihn, den KFZ-Schrauber aus Bremerhaven. Der guckt mal eben, was die ganzen Teile kosten. Für eine Motorinstandsetzung, die auseinanderzuflücken und neu zu machen, je nachdem, ne, dass der wieder auf die Straße kommt. Ich finde den Golf eigentlich auch so schade für den Schrott. Also ich selber würde ihn finanziell für mich als Autohändler weghauen, weil ich ein bisschen Sorge habe bei solchen Motoren, dass wieder sowas passiert. Wenn ich solche Kisten verkaufe oder solche Kisten, habe ich weniger Angst tatsächlich bei hier vor Motorschäden. Weiß auch nicht warum. Bessere Motoren, Gussmotoren, keine Ahnung. Könnt ihr mir beantworten, aber ich habe noch nie einen durchgebrannten Kolben gehabt, weil noch kein Auto. Ich habe so viele Autos gehabt in meinem Leben. Über 100 Stück, weit über 100 Stück. Und ich habe noch nie so einen Motorschaden gehabt wie in dem Golf. Ist ein Ding für sich. Aber egal. So, wir gucken mal hier. Hier haben wir unseren Porsche 924 oder eigentlich haben wir Benjamin seinen Porsche 924. Das war damals mein erstes Auto. Der ist jetzt wieder hier zur Reparatur. Die Frage ist jetzt nur, da war ein anderer Mechaniker dran, weil eben viele Leute das nicht wissen. Vor mir. Also der halt nicht ich bin, ne? Ich dabei gewesen wäre ja gut gewesen. Da war ein anderer bei und der war nie früher, wo ich ihn verkauft habe. Und dann ist es jetzt schon wieder 5 Jahre her und dann lief er halt irgendwann nicht. Und da wurden halt auf Verdacht alle Teile getauscht. Mengenteile rausgepflückt, Ansaugbrücke haben sie abgebaut. Alles Mögliche, haben sie alles ausgetauscht, neu gemacht und er lief immer noch nicht. Ne? Jetzt ist der Wagen bei mir und ich gehe mal davon aus, dass der Wagen im Kern nicht schlecht ist. Übrigens, Hammerit gepinselt von vor 5 Jahren von mir, hält immer noch. Der ganze Boden ist Hammerit grau. Muss ich immer auf der Bühne nehmen, weil in meinem Auftrag ist auch TÜV mit drin. Ne? Ich will auch, wenn er wieder fährt, will ich ihn auch gerne an Benjamin zurückgeben mit 2 Jahren TÜV, weil der ist noch angemeldet, damit er den wirklich wieder so einsteigen kann und fahren kann. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob ich der bessere Mechaniker bin dafür und den Fehler sofort finde. Ich will mich jetzt den größten Porsche-Experten da hinstellen, aber diesen Motor habe ich damals echt studiert. Und ich bin echt froh, dass er wieder hier ist. Ich hätte ihn auch gerne zurück, ihr wisst das, aber kann man nicht machen. Er hat da viel Geld reingesteckt. Er hängt auch an dem Auto, er hat auch Erinnerungen mit. Und deswegen lasse ich ihn sein Auto auch, ne? So, aber es könnte sein, dass ich dann nochmal einen 924 kaufe. So, was haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall schon mal keine Zündkerzen im Motor. Ihr seht ja hier, haben wir schon mal die Zündkabel. Habe ich früher alle nummeriert, das ist auch meine Handschrift. Ja, original, das ist auch meine Handschrift. Das heißt, ich habe mir selber geholfen. Kerzen stecken wahrscheinlich handfest nur drin, da sind aber gar keine drin. Handfeste Kerzen haben wir am Start. Die müssen wir erstmal rausdrehen und gucken uns mal das Kerzenbild an von den alten Kerzen. Das Problem ist, so wie ich das verstanden habe, wie mir erklärt hat, sind die falschen Kerzen da drin. Hat er irgendwelche Kerzen zum Testen reingedreht? Ihr wisst, wie das ist mit irgendwelchen Kerzen. Macht man nicht. Vor allem kann so ein Motor auch gewaltig einen davon wegkriegen. Das ist eigentlich ein grundsolider Block. Übrigens gibt es diesen Motorblock auch im VWLT. Im Transporter, ich glaube mit 85 PS oder so. Deswegen ist der 924 immer schon so ein Unikum gewesen. Hat keiner, weißt du? Wir haben so einen Porsche gebaut mit einem Motor aus dem VWLT, ne? Mit Transaxle-Technik, Getriebe hinten. Unglaublich geiles Auto. Das Auto, Hinterachse ist vom Käfer, weißt du? Das ist nur mit VW-Teilen zusammengebaut. Alles, was es gegeben hat. Und das ist unglaublich, vor allem, ihr glaubt gar nicht mal, wie sportlich das Auto fährt. Es ist ein scheiß sportliches Auto. Der geht um die Kurven wie nix, ne? Und der Motor ist untenrum drehfreudiger als der Motor in meinen Augen. Natürlich hat der viel mehr Dampf, ne? 944. Aber ehrlich jetzt, egal. Die Begeisterung nebeneinander, wenn wir was zum Laufen kriegen, dann
Wir haben es ja selber erfahren. Gut, Kerzenschlüssel, Kerzenlos, Kerzen raus. Wir könnten dann auch Kompression messen rein theoretisch, bevor wir irgendwas machen. Weißt du, das machen wir auch. Wir messen mal Kompression gleich. Erstmal Anlass verdrehen, Kompression testen. Kommt da Kompression an? Wie sieht die aus? Welchen Zustand ist der Motor? Wurde der zu sehr gequält? Nicht, dass der nachher ein Arsch ist und dann wir uns einen absuchen. Ne? Du hörst das schon. Erster Griff, Kompression. Freunde, Kerzen habe ich rausgeschraubt. Ich versuche gerade meine Hauptarbeitsleuchte. Ja, nun Co., wenn ihr das seht. Habt ihr die gesehen, wo wir die hingelegt haben? Die hat die noch am Laser hängt. Das finde ich so gut. Eine Akkuleuchte eigentlich. Jetzt habe ich eine Kabelleuchte erstmal gelegt. Geht auch, ne? So, Kerzen sind alle raus. Jetzt gucken wir uns das Kerzenbild mal eben an. Bosch-Kerzen am Start. Neue Bosch-Kerzen in meinen Augen. Auch nicht viel gelaufen. Also guckt. Sieht aber auch nicht so fett aus, die ganze Geschichte. Aber auch nicht so mager. Sieht ein bisschen so aus, als wenn die gar nicht so richtig gelaufen. Also, Benjamin hat mir erzählt, er ist den Wagen nochmal gefahren nach der Instandsetzung. Und irgendwann hat er gerüttelt und dann war er nicht mehr. Lief ganz komisch, sagt er. Und dann hat er keine Leistung mehr gehabt. Und er konnte gerade noch zur Garage fahren, in Anführungsstrichen. Deswegen gucken wir erstmal, was mit dem Motor überhaupt ist. Hat der Motor irgendwie einen Schaden seitdem bekommen? Deswegen würde ich sagen, wir gucken jetzt mal, ob ich da einen Kompressionsdrucktester reingedreht bekomme in die Kerzenlöcher, weil der relativ scheiße verbaut ist. Sag mal, da ist so ein Blech vor, da kommst du ganz doof an die Kerzenlöcher ran. Aber ich will mal kurz gucken, was die Zylinder allgemein so sagen. Wir klemmen jetzt die Kaisertonik gar nicht mal ab, wir lassen ihn weiter Sprit einspritzen. Wir nehmen nur eben das Kaltschaltventil von Saft, dass er damit nicht anfunken will. Ne? Kann er ja eh nicht, weil er ja keinen Sprit kriegt, aber ohne Funken geht ja nichts. Aber das erste Mal gedreht haben, vorher gucken wir noch kurz Öl. Ist da Öl, ob Öl drauf auf den Kollegen, bevor wir irgendwas drehen. Öl ist neu und schön, perfekt. Haben sie auch gemacht. Was kann ich euch sagen, in diesem Auto stecken, also ich sag mal, also was sie da reingesteckt haben jetzt. Also der Wagen hat, nachdem ich ihn verkauft habe, weil die Hardyscheibe ausgeschlagen hat, so ein Gummipuckel in der Kupplung gehabt, die originale, hat ihn so genervt, er hat eine neue Kupplung verbaut, neue Hardyscheibe verbaut. Ne, diese ganze Scheiße haben sie alles neu gemacht. Also hier, das allgemein im Auto. Ne, dann haben sie den ganzen Wagen auseinandergerissen. Gut, die Kupplung, die hätte ich vielleicht. Ich hätte die jetzt nicht gemacht, die war noch in Ordnung. Aber die hat immer so ein bisschen, wenn ihr so fahrt, mit irgendwie einem BMW, mit KM-Welle und dann geht von ganz einfach so pock, so ausgeschlagen. Hat er früher immer schon gehabt, hat er jetzt nicht mehr, müsste er jetzt nicht mehr haben. Bin echt gespannt. Ich soll eh nochmal alles checken an dem Auto, was gemacht wurde, weil, wie gesagt, der hat da so ein bisschen Bauchschmerzen. War ein einziger Schrauber bei und der hat es dann halt sehr verbastelt, die ganze Geschichte. Wer weiß schon, vielleicht bauen wir jetzt ja gleich die Kerzen ein und das Ding läuft. Wer weiß das schon? Und dann müssen wir aber das Ding so lange fahren, bis wir herausfinden, warum der nicht lief. Warum er liegen geblieben ist. Kann alles sein. Ich bin ja guter Dinge, ne? Aber es kann immer alles sein. Bei solchen Sachen fangen wir von vorne an. Wir fangen von vorne an mit der Kompression. Weil ein Motor, der keine Kompression hat, hab ich ja am Twingo gesehen, läuft auch nicht. Wartburg da so in der Ecke, der hat schon was, ne? Ich hab so viele Autos stehen, die man so, wo man sich halt so dran gewöhnt. Aber man gewöhnt sich halt dran, wenn der rückwärts steht, stellt es andersrum wieder rein. Oh, ist das ein schönes Auto. Ist halt wirklich, wenn ihr so viele Autos habt, ihr gewöhnt euch irgendwann dran. Es ist verrückt. So, Kompressionsklaus. So, in die Kerzenlöcher rein, den Kollegen, weil die müssen wir reinschrauben, weil vorhalten können wir. Ich nehme den Vorhalter immer. Aber da können wir ja nicht vorhalten, weil ich ja keinen Kollegen da habe, der drehen kann für mich. Zweitens komme ich nicht am Anlasser ran, zum Brücken. Und drittens, das ist eh schwer da. Irgendwo da. Ihr seht ja, ist in der Breite ein Problem. Weil hier ist ja schon der Zylinderkopf. Bisschen enge Nummer. Geht aber eigentlich ganz gut. Wo man weiß wie. Bin echt gespannt. Was drückt der noch? Nach all den Jahren. Alle Kerzen raus. Gleich mit Vollgas starten. Mal gucken. Freunde, Zylinder 1. Dreh mal eben den Pol hier wieder fest. Müsste eigentlich Strom drauf sein. Wenn die Batterie noch gut ist, finde ich, müssen wir den mal eben brücken. Bin ich gespannt, was er sagt. Ich bin echt gespannt. Die Pumpe wird jetzt hier anspringen normalerweise. Der hat wieder ein Relais drin. Ich habe den früher gebrückt, wegen dem Warmstartproblem. Mal gucken, was er jetzt sagt. Das war das erste Mal, dass ich den Schlüssel umdrehe von dem Auto seit über 5 Jahren. Mal gucken. Wie viele Sachen haben wir noch drauf? Haben doch hier, glaube ich, so ein Ding dran. 11,2 Volt. Da fehlt aber ein kurzes Orgeln. Da
das war echt ein kurzes Orgeln. Aber Benzinpumpe hat funktioniert. Ich hab gedacht, Pumpe lief an, ging wieder aus. Tank ist knapp halb voll. Tankanzeige geht auch noch. Ist das schön? Weil die ging auch nicht immer. Die hat immer gespannt, weil die hat immer so Massefehler hier unten gehabt. Und zu meinen damaligen Schrauberkenntnissen, die ich damals gehabt habe, war ich so blöd, eine neue Matte zu legen. Hat er jetzt gedreht schon? Wir haben jetzt schon mal 6,5 Bar, aber nur mit halb voller Batterie. Saft ran, der braucht immer Musik. Und dann drehen wir ordentlich durch. Aber schon ein guter Anfang. Für das Orgeln, mag der vielleicht gerade noch reichen. Aber das ist so leer, der ist noch 100% gehabt. Pff. Mal schauen, wir nehmen so eine Batterie hinschleppen. Ja, über Nacht ans Ladegerät dran sowieso, damit das schön voll wird. Wenn wir morgen weitermachen, oder übermorgen oder keine Ahnung was, dass wir so ein bisschen wissen, was los ist. So, gucken wir mal. Wir haben jetzt hier am Start Minus. Plus. Guck mal, was er sagt. Ein bisschen extra Power. Was sagt denn der Kollege? Was steht noch an am ersten Zylinder? Wie gesagt, ich kann nicht mehr mitreden. Der piept jetzt schon. Ich glaube, der ist so leer zum Starten. Gucken. So, guck mal, was jetzt kommt. Da ist die Kupplung von meinem Kompressionsdrucktester abgeflogen. Perfekt. So muss Kompression aussehen. Du weißt, der Motor hat noch gut Futter. Dann muss der hier abfliegen. Zeigt aber bis dahin an 10,5 Bar. Ich gehe mal davon aus, wir hätten noch 11 gekriegt. Wir machen nochmal einen Test. Das habe ich gemessen. 12 Bar und die Dichtung ist weg. Ja, echt jetzt. Lach mir nicht aus, das ist wirklich so. Die Dichtung ist weggeflogen von dem Ding hier. Das ist der beste Kompressionsdruckschreiber oder Kompressionsdruckstester aller Zeiten. Der ist eigentlich echt wirklich gut. Ne? Der ist wirklich, also das funktioniert erst rein, aber das ist natürlich ein bisschen doof hier. Ich meine, den O-Ring aus dem Schrank holen, dann wieder reinsetzen, wenn er dicht wird. Ich glaube, hier vorne sitzt nämlich ein O-Ring dran. Bin ich ganz sicher, weil der weggeflogen ist. Ja, aber die nächste Orgelei wird ein Problem werden. Muss man Benzinpumpenrelais vielleicht ziehen. Hier. Merkt ihr das Problem? Da tritt Benzin aus dem Auto. Müsste, glaube ich, von der Lage her die Rücklaufleitung sein. Auf jeden Fall läuft da Benzin raus, das heißt, wir können die Benzinpumpe nicht mehr starten. Ich weiß noch nicht aus dem Kopf, wie das Benzinpumpenrelais war, sonst hätten wir das mal eben gezogen. Ausschussverfahren gemacht. Hier, das von KAE, was nicht in Porsche reingehört. Was so ein Nachrüst, wenn Relais ist, nicht von VW ist. Das ist es gewesen. So, Benzinpumpe ist abgeklemmt. Das heißt, wir müssen jetzt keine weiteren Leckstellen mehr am Auto, damit wir unsere Kompression messen können. Aber Fakt auf jeden Fall ist, ihr seht, wir müssen auf jeden Fall den Wagen abdichten vom ersten Motorstart. Aber dass bei dem Auto hier Benzinschläuche abfliegen, ist keine Seltenheit gewesen. Hatte ich früher öfters gehabt, weil die Kaisertronic arbeitet mit über 8 Bar. Kaisertronic ist von Bosch, das ist die Einspritzung. Ne? Und hier, das ist natürlich ein richtiges Ding. Und der Wagen hat jetzt ja auch 4 Jahre gestanden in der einen Garage. Dementsprechend sind die ganzen Leitungen und sowas natürlich alle wieder so ein bisschen angegriffen, keine Ahnung was. Bin gespannt, was er da unter dem Auto gebastelt hat. Da war ja einer bei gewesen, den ich halt nicht kenne. Und ich bin echt gespannt. Aber das ist ein anderes Ding. Erstmal wollen wir die Kompression weiter messen. Wir machen unseren jetzigen Fehlersuchplan weiter. Ne? Unser Plan heute ist, alle Zylinder durchmessen, Kompression und Zündfunken auf allen Pötten kontrollieren, ob alle Zylinder auf welchen Zündfunken haben. Das ist der... Boah. Scheiße, Cola gesoffen, Bruder. Das ist der Plan. Und dann kann ich heute tatsächlich noch Senator und LT anmelden gehen. Auch schön. Weil ich habe eine Versicherung gefunden für 1.700 Euro im Jahr. Aber der LT, ob er sich rechnet, weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, ich habe noch irgendwo einen Vertrag rumfliegen mit ein bisschen hier, was soll ich sagen, mit ein bisschen Prozente. Mein Vater hat noch irgendwo einen LKW-Vertrag. Aber vorläufigen Versicherungsschutz habe ich schon mal bekommen, dass ich ihn schon mal ein bisschen ummelden kann. Weil ich kann den nicht Ewigkeit mit Kieler Kennzeichen hier stehen lassen. Das geht auch nicht. Dazu original ist, keiner weiß es, aber... Ist auch nicht dicht. Das ist nicht gut. Mist, mein Kompressionsdruck, Klaus, ist im Arsch. Das ist immer so undicht. Verrückt, aber will's machen. Diesmal ist am Werkzeug gescheitert. Ja, wenn nicht, muss man auch halt ohne Kompressionsdruck weitermachen. Ich gehe davon aus, dass er über so eine 12 Bar haben wird. Aber... Ist halt von 0 auf 100, wenn du den Motor durchcheckst,
und mein Auftrag ist, den Motor durchzuchecken, checke ich ihn halt auch durch. Ne? Das ultimative Video, Motorcheck mit Hindernissen. Natürlich habe ich das Manometer nicht gefunden. Wäre auch so einfach gewesen. Mal gucken, ob es geht. Ich habe mal so einen richtigen Dichtungsklaus gebaut hier. Aber leider habe ich keinen O-Ring, der so klein ist, denn dieses Loch rennt fest. Das ist natürlich doof. Und solche Sachen so ein bisschen so eine Arbeit behindern. Ne? Weil eigentlich ist das ein ganz cooles Teil. Guck mal, da sagt. Bin gespannt. Nur so aus kleinen Zwischendenken. 3 Bar, sagt er. Das Ding funktioniert gar nicht. Ich lasse immer dazwischen so. Also totaler Mist, so können wir nicht arbeiten. Also mit dem Mist können wir so nicht arbeiten. Mal, was ist jetzt hier so ein kleiner O-Ring zwischen? Hier so, was der hier zwischen sitzt. Und ich denke wahrscheinlich, ist der gerade weggeflogen. Und den werden wir auch nicht wiederfinden, der ist verschollen. Und da müssen wir einen kleinen für haben, den habe ich natürlich nicht. Ich habe so ein O-Ring-Sortiment aus dem Baumarkt, wie man so kennt, habe ich so 3 Stück von. Aber keins von denen geht so klein. Also Mist, totaler Mist. Gut, Kompression, kann mich mal. Wir werden uns jetzt erstmal mal an den Zündfunken machen. Ne? Wenn jetzt irgendwie der Motor unrund laufen sollte beim nächsten Motorstart, wenn wir was machen mit Benzinpumpe und anderem dran, dann werden wir gucken wegen Kompression. Aber ich gehe mal davon aus, die wird er haben, die da früher auch gehabt. Aber es ist natürlich scheiße, wenn du jetzt deswegen so einen Test abbrechen musst. Aber ich habe jetzt keinen Bock, eine halbe Stunde an diesem Ding darum zu experimentieren mit irgendwelchen Gurkengeschichten, damit es eigenermaßen dicht hält. Das macht keinen Sinn. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ne? Also ich muss einen Mini-O-Ring haben. Abfahrt. Autoteil ist überhört. So, sind wir die neuen Zündkerzen, alle 4 NGKs und packen die an die Zündkabel ran, nur pro forma, ne? Wenn die noch nicht einbauen. Und werden die an Masse legen, wahrscheinlich hier oben am Motor, am Aluminiumblock, dass wir kontrollieren können, ob die auch alle funken. Dass wir auch überall, wie soll ich sagen, Zündfunken haben. Weil wir haben nämlich, soweit ich das auch weiß, aus dem Kopf, eine Kontaktzündung und keine Kontaktlose. Das heißt, da ist ein Verteiler drin, ne? Ein Zündverteiler, der dreht sich auch im Kreis mit einem Verteilerfinger. Und hier Verteilerkappe. Und da unten ist ein Zündkontakt. Müssen wir kurz gucken, ob der Funke gleichmäßig da ist. Wenn wir nicht irgendwie umsonst auseinanderreißen, dann läuft die Kiste trotzdem nicht. Macht ja auch keinen Sinn. Ne? Also, wie gesagt, so wie er auf mich wirkt, lief der auf jeden Fall total mager. Ne? Ich sehe keinen Braun, ich sehe keinen Dingsen. Aber du kannst doch auch nicht richtig mitarbeiten, weil irgendwie sagt dieses hier, sagt diese Zündkerze nicht viel, weil die ist noch nicht so alt. Aber eine Bosch-Kerze aus Polen, die guten günstigen von eBay sind da drin. Aber vom groben Maß her passen die, wenigstens optisch gesehen, natürlich kein gleicher Wärmewert. Er hat mir erzählt, dass da irgendwelche Kerzen reingedreht wurden von den Typen bei der Filler-Diagnose. Also irgendwelche, nicht halt die da rein müssen. Aber das sieht auf ersten Blick wenigstens schon mal für einen Testaufbau, wäre es auch passend gewesen. Da bin ich natürlich jetzt unsere Originalkerzen, die auch wirklich für den Wagen zugelassen sind und die ich mit Fahrgestellnummer so gekauft habe. Also für meine Verhältnisse, Bruder. Jetzt kommt mein Gurkenaufbau. Ihr seht jetzt hier. Die ganzen Zündkerzen liegen alle mit dem Kopf am Masse. Ich kann vom Motor, vom Innenraum kann ich hier fast alle Kerzen sehen. Die natürlich jetzt nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Ich will gucken, ob er allgemein Funken kriegt. Wenn er bei einem Funken hat, wird er bei allen Funken haben. Weil Zündspule ist ja für alle Kerzen da, dass der Verteiler da im Kreis läuft. Zündkabel sind alle nagelneu, so wie die aussehen. Also gehe ich mal davon aus, dass es daran nicht liegen wird. Wir gucken, ob wir allgemein Funken haben. Ich lege euch jetzt hier hin, damit ihr es direkt angucken könnt. Und ich hier gehe im Innenraum und guck mal, wie viel ich erspinsen kann. Bei Anlasserbrücken ist es gerade nicht so einfach, da komme ich nämlich nicht ran. Sonst hätte ich es mich eben ein bisschen einfacher gemacht. Vom Feinsten! Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber alle Kerzen, die ich sehen konnte, einschließlich diese, ich habe mir vom Fenster rausgelehnt, die wären ein bisschen schwerer, haben alle gefunkt. Der Zündfunken sah super aus, also sind die Kerzen alle in Ordnung, die wir jetzt einbauen. Heißt, wir brauchen uns keine Gedanken machen, sind innagelneue NGK-Kerzen. Und wir haben auf allen Pötten, so wie es aussieht, auch einen Funken. Das heißt, rein damit. Dann können wir mal einen kleinen Versuch machen. Mal so einen ganz kleinen hier, ja, machen wir einen Bremsenreinigerstab mal, so einen ganz kleinen, mal um zu gucken, ob überhaupt Luft ansaugt und überhaupt irgendwas macht, wo der Zündzeitpunkt passt. Aber sieht ein bisschen unverstellt aus. Die Schraube, da war, glaube ich, jetzt dabei. Bei der Verteilerschraube. Damals. Ich glaube nicht, dass er dabei gewesen ist. Hinter Never Touch a Running System. Was funktioniert, geht doch meistens keiner bei. Auf jeden Fall, am Funken kann es nicht liegen. Funken waren super da. Wir haben auch gesehen, Motor dreht schön sauber durch. Alles in Ordnung. Da gibt es aber nichts zu meckern. Aber auf jeden Fall müssen wir gucken, dass hier, ich gehe davon aus, dass das Auto technisch in Ordnung ist. Auch Kompression haben wird. So wie auf dem ersten Zylinder alle Ahren auch, wenn ich mal hätte messen können jetzt richtig.
Heißt, Synthrope würde eigentlich mal passen. Es wird auf jeden Fall, schätze ich, in meinen Augen an der Kajatronik liegen, an der Einspritzung. Das ist dieses ganze Gerödel hier, was hier so sitzt. Da sind Einspritzventile unter. Und da gibt es auch eine Idee und auch eine Möglichkeit, das zu diagnostizieren, zu gucken, wie die einspritzt und sowas. Das zeige ich aber wahrscheinlich erst im nächsten Video, weil dafür müssen wir für die Benzinleitung pflegen. Was wir uns wohl heute noch machen hier? Also wenn gleich mal den Wagen, wenn wir alles durchgetestet haben, mal hochnehmen auf der Bühne und mal da unter gucken, warum er jetzt leckt. Ne? Ich schätze Standschaden. 4 Jahre in der Garage. Die Garage war nicht gerade trocken. Wer weiß. Weil ich habe damals jeden Schlauch. Alle habe ich in Frankreich bei Rose Passion, so hieß der mal aus der Shop. Ich glaube, die gibt es heute noch. Habe ich hier was nachbestellt. Diese ganzen Originalschläuche, damit ich hier wirklich alle original neu habe. Ich habe in diesen Wagen wirklich damals für meine Verhältnisse viel Geld reingesteckt. Also über den Kaufpreis, sage ich mal so. Und das natürlich würde ich heute nicht mehr machen. Kennt mich ja. Gerade am Kerzen einbauen, ne? Was mir gerade so einfällt und was auffällt, sage ich mal. Es ist unglaublich. Guck mal hier. Ich habe damals ja zahnriementechnisch alles an dem Auto gemacht. Zahnriemen war ja neu, den ganzen Mist damals. Da war auch schon mal einer dabei gewesen wieder. Pass mal auf. Hier, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Guck mal, hier ist ja der Deckel. Das ist der Deckel für die Zahnriemenabdeckung. Wenn man reinguckt, den Zahnriemen anschaut, sieht er ja auch ziemlich neu aus, oder? Ja. Guck mal, hier ist die Markierung. OT-Markierung am Zylinderkopf, oben, ne? Also am Deckel. Und da hat man hier eine Gegenmarkierung. Guck mal, die ist abgebrochen. Der ist so komplette Nupsen abgebrochen rumum. War bei mir damals noch nicht so. Ne? Das ist eigentlich so ein kleiner Gegenstrich, dass man die perfekt einstellen kann. Interessant. Wer weiß? Wir passen die Steuerzeiten ja auch gar nicht. Das Problem daran ist, dass wir gegenkontrollieren ist gar nicht mal so einfach. Müssen wir mal gucken, wenn der nachher komisch läuft, wenn wir das im Laufen haben, müssen wir noch mal eine Kerze rausdrehen. Dann müssen wir einen Schraubenzieher reinstecken in das Kerzenloch. Dann drehen wir den mal auf OT und gucken mal, wie die Markierung, OT ist übrigens oberer Totpunkt, wer es nicht weiß, ne? Ist ja nicht für jeden ersichtlich hier am Kanal, wo die Gegenmarkierung ist, die müsste da unten sein. Das ist ein kleiner Pfeil. Die Lampe ist ziemlich scheiße, aber egal, warte. Das ist ein kleiner Pfeil, wie seht ihr den da? Ich sehe ihn aber auch gerade nicht. Nee, ich sehe ihn auch gerade. Doch, da ist er. Da ist der Strich. Der OT-Strich mit dem Gegenstrich sehe ich noch nicht. Ne? Auf jeden Fall, da ist der Gegenstrich, da oben, glaube ich. Und da kann man mal gucken, ob du dann wirklich auf OT stehst. Ist der einzige Dingsen. Interessant ist auch die Tatsache, die Wasserpumpe wurde auch neu gemacht bei dem Auto. Aber es ist das alte Rad noch drauf von mir. Da steht nur drauf, getestet. Das ist eine gebrauchte, getestete wahrscheinlich. Keine nagelneue gewesen. Weil die sieht nämlich ein bisschen älter aus. Weil ich habe viele Sachen doppelt machen lassen, die eigentlich schon gemacht wurden an dem Auto. Weil ich habe ja damals wartungsmäßig 4 ran gemacht. Und sogar wenn so ein Zahnriemen reißt, beim 924 2 Liter, Vorteil bei dem Motor ist, außer bei dem, der hat 2 Zahnriemen, ganz spezial, auch ganz beschissen zu wechseln. Bei dem ist das Zahnriemen sehr einfach und zweitens ist das ein Freiläufer. Heißt, reißt dir der Zahnriemen, hast du auf jeden Fall keine krummen Ventile, kann nicht viel passieren. Außer einen neuen Zahnriemen drauflegen und weiterfahren. Wie bei Opel beim C20 NE und sowas. 10 fummeligen Minuten. Jetzt sind so die Kerzen wieder drin. Also ich habe die neuen Kerzen eingebaut. Jetzt machen wir mal eben den Luftfilter ab. Das ist der hier. Mal gucken, wie der so aussieht überhaupt. Der auch neu gekommen ist bei der Wartung von denen. Ich habe den mal neu gemacht. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Oh, der hat sogar KNN gekriegt. Den habe ich ja nicht eingebaut. Guck mal, das war ich nicht. Ich habe noch einen original Papierfilter drin gehabt. Haben wir einen KNN-Filter oder haben wir nachgemacht? Ist das ein echter? Das ist ja auch wie ein echter KNN zum... Ja, KNN, tatsächlich. Der Filter... Oh. Und du überlegst, der Filter kostet mal eben, den wir in der Hand haben, der kostet mal eben 80 Euro, ne? Schön, wollte ich es Firma kaufen, war mir aber zu teuer damals für das Auto, würde ich ehrlich. Also fanden wir ja damals Lehrling, ne? So, jetzt kommen wir mal eben, jetzt habe ich mal eben das aufgemacht, das ist der Luftfilter. Hier saugt er die Luft an. Ich kann euch mal eben erklären, wie dieser Einspritz funktioniert. Das ist komplett mechanisch. Das heißt, folgende Geschichte haben wir hier. Wir orgeln unseren Anlasser. Im Motorraum entsteht ein Unterdruck. Hier drin, in der Ansaugbrücke. Er sieht da Luft an. Luft sieht er ja hier an. Ne? Hier kommt Luft rein, da ist Rosettlappe, hier ist Gaszug. Man kennt ihn, ne? Den kennt ihr besonders, diese Schraube. Die ist mir auch ganz neu. Die ist mir echt ganz... Was ist das für eine Schraube? Das ist eine Schlitzschraube, eine kleine. Wer weiß. Gucken, was noch kommt. Auf jeden Fall zieht er hier Luft an. Und je mehr Luft ankommt, also je mehr Sprit dieser Wagen braucht, desto mehr Luft braucht er ja los für Verbrennung. Und der Sprit kommt hier durch. Hier kommt der Druck an, hier ist der Spritfilter. Kraftstoffdruck kommt an, geht hier rein in den Mengenteiler, so heißt das Bauteil. Und du brauchst mehr Luft. Wenn du mehr Sprit brauchst, gibst du halt Gas. Das geht auf, das heißt, der zieht mehr Luft an. Dann ist hier so eine kleine Scheibe unten drin. Hört ihr das? Die habt ihr hoch und runter. Das ist eine Stauscheibe.
Und je nachdem, wie viel Luft du brauchst und wie viel Sprit du brauchst, gibst du Gas. Das heißt, sie geht hoch und das Ding hier macht gleichzeitig auf und spritzt mehr Sprit ein. Das ist die Kajetronik. So ein paar andere kleine Bauteile dabei. Also zum Beispiel haben wir noch ein Kaltstartventil, ohne dass wir da ganz schlecht anspringen. Heißt, es spritzt den Sprit dann direkt ein. Da können wir wieder anschließen eigentlich. Total der Gurkenkram. Guck mal diese Steckerscheiße an. Das war ich auch nicht. Ich habe da so einen Originalstecker für genommen, habe ihn abgeschnitten. Das weiß ich noch. Originalstecker genommen, habe eine Brücke für gebaut. Ich glaube, wir machen den mal wieder zusammen. Bauen den mal eben wieder ein, dass er keinen Kontakt kriegt. Sehr interessant. Auf jeden Fall ist das schon mal ein Problem. Ich habe das früher gebrückt, weil ich ein Warmstartproblem gehabt habe. Naja, auf Hitlermann funktioniert. Habt ihr natürlich noch Zusatzluft, damit der, je wärmer er wird, macht der auf und geht zu. Seht ihr hier? Das ist ein Zusatzluftschieber, das Bauteil. Hat der Mantel übrigens auch ein Bauteilchen. Ne? Dann haben wir hier dieses Kaltstartventil, was beim Kaltstart halt Sprit separat, hier seht ihr das, einspritzt in die hier, wie heißt du, wenn man hier reinspritzt, in die Einspritzung, in die Ansaugung, damit läuft er besser an, zieht sich besser zusammen, hat mehr Saft und zieht den Stauschreiber höher hoch und dann spritzt er höher ein und so ungefähr funktioniert ganz grob erklärt, doof erklärt, die Kajetronik. Im Hinten noch ein Warmlaufregler, das ist aber eine andere Geschichte. Die gehen auch gerne mal kaputt. Wäre ein ziemlich teurer Defekt, das Teil selber ist schnell getauscht. Okay, ist doof verbaut im 29, ein bisschen fummelig, aber geht. Das ist der Motorblock dran und je nachdem, wie wärmer der Motorblock wird, zieht sich eine Bimetallfeder darin zusammen und die regelt nochmal irgendwie auf den Spritverlauf. Da kann ich genau erzählen, wie der funktioniert tatsächlich, weil da bin ich noch ein bisschen raus. Auf jeden Fall so ungefähr im Groben funktioniert eine Bosch Kajetronik. Auch zu finden im Golf GTI, Golf 1 GTI, Golf 2 GTI glaube ich auch, deswegen auch Gran Turismo Injection. Ja, ne, ist Bescheid. So, jetzt gucken wir mal eben. Wir brauchen erstmal ein bisschen Bremsen rein. Jetzt mal gucken, was er macht. Wenn wir ihn jetzt ein bisschen anorgeln hier. Ja, hier ist Eingang. So ein bisschen weiter rumfliegen lassen. Jetzt gucken wir mal, ob er die ansaugt. Wenn ich schneller wäre, wäre das ein bisschen einfacher, aber egal. Hat nicht gereicht. Ja, wir haben aktuell keinen Benzindruck, weil wir haben ja die Benzinpumpe bzw. das Relais rausgezogen, weil der ja undicht ist. Ich will nur mal gucken, ob er irgendwas macht, bevor man ihm mal so ein bisschen Sprit gönnt. Mal hinter die Stauscheibe sprühen, ein bisschen hochmachen den ganzen Klaus, so. Ja, komm. Ich glaube nicht. So. Also die Einspritzung spritzt ein, beziehungsweise wo kein Sprit, aber er macht immer noch was. Und das klang auch relativ rund nach Einzylindern. Schon mal ein guter Anfang. Also wissen wir, der Motor müsste eigentlich technisch in Ordnung sein. Jetzt lassen wir mal eben den hier off. Den können wir da hinten liegen lassen. Der tut es ja nicht zur Sache, dass wir daran rumfummeln oder nicht. Anders verdreht ein bisschen schlapp, weil ein bisschen wenig Saft drauf ist, logisch. Ich würde mal sagen, lassen wir auf der Bühne jetzt mal hochnehmen und mal eben kurz untergucken, unter das Auto, warum der hinten undicht ist. Wir müssen die Undichtigkeit auf jeden Fall fixen, bevor wir den ersten Startversuch machen, so wie er jetzt ist. Das wäre schön, weil einstellen kannst du den Motor nämlich nur bei warmem Lauf, bei warmem Motorlauf. Problem daran ist, ich habe keinen CO-Tester. Das heißt, wir müssen uns mal einen finden, für so eine Community oder einen Kumpel von mir oder weiß ich auch nicht, ein bisschen rumfragen, der einen CO-Tester hat und richtig abstimmen kann. Weil es konnte nämlich sein, dass der Motor technisch komplett in Ordnung ist, aber nur verstellt wurde. Ne? Dass er einfach nur eingebaut wurde, teiltauschermäßig. Und er hat gesagt, ja, fahr mal los, musst du halt irgendwo einstellen lassen. Ja, aber du hast nicht auf der Welt irgendwo jemanden, der so ein Ding einstellen kann. Einstellen konnte ich in folgendermaßen, da habt ihr einmal hier für die Luft und habt ihr einmal hier so ein Röhrchen, da ist ein ganz kleiner Imbus drin. Du musst einen Imbus reinlegen, da kannst du die Staustäube mit einstellen. Aber wenn du dich einmal verdrehst, ganz minimal, läuft die Karre gar nicht mehr. Deswegen ganz strange Sache, ganz speziell. Und ich wäre froh, wenn wir irgendwie so ein bisschen Motorlauf hinkriegen könnten, damit wir hier den besser einstellen können. Immer kurz gucken, weil ich glaube so ein bisschen, dass unser Benzinleck erstmal geflickt werden muss, weil mit Spritleck fährt sich nicht so geil. Ne? Warte, bisschen vorschieben. So. Ich bock den mal eben an. Dann gucken wir, mal da unter wieder aussieht. Wäre gespannt, aber vom Blech her schlechter geworden ist über die Jahre. Aber eigentlich dürfte das ja nicht sein, weil der hat nicht nur, wie soll ich sagen, drin gestanden. Ne? Das ist auch nicht von mir, dieser eingedrückten Schweller. Ich habe irgendwo eine Schweller hochgenommen. Auch interessant. Gucken, ist das Deck nach unter? Ist nach unter, gut. Ich habe dafür mal ein 944-Deck untergebaut. Passt da halt Plug and Play.
Bremse ist auch neu, so wie ich sehe. Ist nicht die Bremse, die ich früher gefahren habe auf dem Auto, weil die hatte nämlich ein bisschen Grat in der Bremsscheibe. Die hat nämlich kein Grat, also es kam die mal neu. Kurz von stehen. Guck mal hier rein. Übrigens, hier sind die Wagenheberaufnahmen, beziehungsweise das sind eigentlich die Aufnahmen, wo der im Werk an Dingsen hängt. Ne? Guck mal hier. Oh, hier, guck mal, jetzt ist er schon braun geworden, aber auch kein Problem, nichts durch. Konservieren wir mal ein bisschen die ganze Geschichte. Hier ist er undicht geworden. Ach, guck mal. Guck mal, diese guten Schläuche, kennt ihr die noch? Die mit dem außenliegenden hier Dings in der Hand. Das von mir noch, oder nicht? Die Leitung ist halt Mist. Hier auch, das hier auch undicht. Tropft überall Sprit. Mal neu gemacht, aber es ist halt diese Außenliegende, habe ich früher noch nicht gewusst. Das ist diese Spritleitung mit dem außenliegenden Gewebe, die taugen nichts. Vor allem nicht, wenn die alt werden. Die lecken immer noch. Das ist ja ein Ding. Sonst Benzinleitung selber mal ablaufen. Ist im Motor alles gut? Ja, Motor selber ist sogar relativ trocken. Der ist hier ein bisschen ölig. Na gut, das ist eine alte Kiste. Guck mal, Kupplungsabdeckung fehlt. Auch scheiße, wieso ist die Kupplungsabdeckung nicht dran? Kein Gummipuck mehr? Ne, gut. Wurde geupgradet. Wir reden mal von Porsche hier, ne? Bremsen sind neu vorne. Drüben auch. Reifen sind auch von mir. Das sind die Kenner Radialreifen, die ich gefahren bin. Hinten die Originalreifen noch drauf. Die wurden, glaube ich, auch schon ersetzt. Oh, schon 13 Jahre alt mittlerweile. Zack, zack. Ein Schalldämpfer, noch ein Schalldämpfer. Katalan nämlich nicht. Und überall Hamarit. Sieht das als Hamarit-Lack? Den mal abblättert, weil ich habe den ganzen Wagen früher mit Hamarit eingepinselt. Getriebe schwitzt ein bisschen hier an der Seite. Na, das ist auch nicht schlimm. Die kamen neu. Was sind das für welche? Falken. Falkenreifen von. Die sollen nicht alt sein. Die kamen nach mir ja neu. Ich finde auch keine DOT drauf. Das war der Ersatzrad gewesen, dieses hier. Ich finde die Farbe ein bisschen anders. Egal. Sonst hier, Schweller, da ist auch eingedrückt, auch nicht schön. Aber das war dann einen ganz guten Eindruck, so fürs Erste, so als Gucker und was weiß ich, was alles. Mag wohl noch alles funktionieren. Und den Porsche kriegen wir wieder hin. Ne? Also auf der Straße kriegen wir den schon irgendwie wieder. Aber es ist halt ein Ding, ne? Willst machen. Naja, gut. Ich gehe jetzt mal auf Papier, bei mir im Lager, ob ich noch eine Benzinleitung liegen habe, die baugleich ist, weil ich würde ja gerne eine neue ersetzen. Da will ich jetzt nichts gurken mit einer gebrauchten oder so. Will ich gerne eine komplett neue Benzinleitung unterbauen. Guck, so mit Führung ist die. Mit Führung rangebaut. Sprit in der Fuhren. Egal. Habe ich gleich E-Mail jetzt genug. Und dann gucken wir mal, ob das einigermaßen schön festkriegen, damit das Problem weg ist. Ach so, eine müssen wir gucken in der Benzinleitung. Fällt mir wieder ein. Bei dem habe ich mal neu gemacht damals. Die war gar nicht mal so einfach zu bekommen. Das ist die hier. Das sind zwei Benzinpumpen. Warte, wo ist der Tank? Da. Hier ist Ausgangtank. Wow. Na, ist nicht schlimm, ist auch dicht. Ausgangtank, hier ist eine Intankpumpe. Die habe ich damals. Tatsächlich habe ich die bekommen. Vom Automuseum in Norddeich. Ich habe gefragt, ob ich die da abbauen darf. Bin hingefallen. Ich sage, du, pass auf hier. Ich brauche hier eine Benzinpumpe. Intank. Die kostet 600 Euro neu. Ich kann die nicht leisten. Eine ist noch bei dir im Torbogen drin. Ich da hingefahren. Ich sage, ja, bau doch ab die Scheiße. Ich steck da einen Korken rein später. Ist doch egal, sagt er. Habe ich beim Automuseum in Norddeich. Von diesem Torbogen aus 924, den habe ich ja auch als Torbogen gemacht, ganz gurkig. Auf jeden Fall haben die mir die Benzinpumpe geschenkt, die hier drin sitzt. Voll geil, bin ich heute noch stolz drauf. Die Intankpumpe. So, Außentankpumpe, war mal neu, eBay, das haben wir noch neu gekauft. Ist ein bisschen länger drin, sieht noch okay aus. Und danach habe ich Steilflex anfertigen lassen, das seht ihr hier. Das ist eine Steilflex-Leitung. Die habe ich anfertigen lassen bei Hansaflex. Weil damals dieses Ding immer wieder undicht wurde. Und ich hatte keinen Bock mehr darauf, da habe ich Steilflex machen lassen. Ich mal dieses auch einen Steilflex machen lassen soll, das hier vorne. Aber mal gucken, ich habe jetzt Innengewebeschläuche noch da, so wie dieser hier, die habe ich auch neu gekauft. Habe ich das bei Wolves Passion gekauft, aus Frankreich habe ich die bestellt extra, weil die haben die einzigen diese Formschläuche noch gehabt haben, die gepasst haben. Aber früher war das echt schon eine harte Zeit für mich, Teil zu kriegen. Das war das Lehrling, das war eine richtig, richtig harte Belastung fürs finanzielle Lehrgeld, sag ich mal. Ich hatte, glaube ich, 460 Euro Lehrlingsgehalt oder sowas im dritten Lehrjahr. Deswegen, das war schon ein Brett. Na gut, Freunde, würde ich mal sagen, dann ist das jetzt Porsche Teil 1. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich eine Benzinleitung liegen habe. Und Porsche Teil 2 gucken wir mal, ob wir da was zum Laufen rauskriegen. Vielleicht läuft der jetzt ja auch so erstmal irgendwie, damit wir den mal fahren können. Und mal gucken können, wie er sich verhält. Und dann schauen wir mal, ob wir den hier mal eingestellt kriegen. Das war wirklich vorgeschriebenen CO-Wert darf er eh nicht haben. Das ist doch scheiße mit, der muss ein bisschen fetter laufen. Aber mal gucken.
Mal schauen, wie das so wird. Montag, Freunde, bis zum nächsten Mal.